Drama heute. Im Halbfinale der Australian Open geht Roger Federer förmlich unter gegen Novak Djokovic. Auch wenn Federer zwischenzeitlich etwas aufholen konnte, am Ende verlor er gegen den Serben deutlich in 4 Sätzen. Ehe sich Roger Federer versieht, liegt er gegen den großaufspielenden Novak Djokovic schon arg in Rücklage. 1:6, das klare Verdikt nach nur 22 Minuten. Die Machtdemonstration des Serben geht im zweiten Satz weiter. 6:2 heißt es diesmal für die Weltnummer 1, die keine Schwäche zeigt. Erst im dritten Durchgang hält Federer mit. Er schafft sein erstes Break und gewinnt den Satz mit 6:3. Das aber reicht nicht. Djokovic kommt nach 2 Stunden und 19 Minuten zu seinen ersten Matchbällen. 6:1, 6:2, 3:6 und 6:3. Die bittere Tennislektion für Roger Federer lautet: Novak Djokovic ist in dieser Form nicht zu schlagen. Und ein paar Punkte dann entschieden im vierten, aber er hat natürlich sicher auch verdient, natürlich ist er in Front gelegen. Das ist sicher sein Verdienst. Aber also von dem her muss ich es irgendwo akzeptieren. Gleichzeitig weiß ich, kann ich es besser. Und zum Glück bin ich am Schluss doch noch reingekommen, dass es irgendwo akzeptabel war. Natürlich. Der Finalgegner von Novak Djokovic wird im Duell Murray gegen Raonic morgen ermittelt.